Liebe Zuschauer, seien Sie ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Format Visite. Ich bin ja immer schon ziemlich glücklich, wenn dieser Tag herankommt, weil es mir sehr viel Freude macht, Ihre E-Mails zu lesen und natürlich aus der Fülle dann auch Dinge zu eliminieren, die dann für die Sendung vorbereitet werden dürfen. Und danke für all die Zuschriften und an visite@qs24.tv. Das ist schon mittlerweile ein schönes auch Miteinander geworden und für mich etwas sehr Persönliches, auch wenn es natürlich ein privates Fernsehen ist, aber dennoch noch einmal anders, als wenn man in einer Talkrunde sitzt. Ich habe heute eine Zuschrift von Magdalena. Magdalena, haben Sie herzlichen Dank. Sie schreiben, dass Sie 49 Jahre alt sind und sich gesundheitlich sehr schlecht fühlen. Der Hintergrund ist eigentlich die seit Jahren anhaltende stressige Situation in Ihrem Beruf. Sie arbeiten in der Pflege. Nun komme ich ebenfalls aus dieser Ära und weiß, was das bedeutet, das zu managen, Familie, Beruf, 4 Kinder und dann noch heute in einer Zeit, die alles andere als auch den notwendigen Ausgleich schafft. Sie schreiben aber, dass Sie seit akut der letzten Wochen doch zunehmend unter einem immensen Herzrasen leiden. Der Blutdruck bis zu 190 systolisch hochgeht und Sie bei der Untersuchung beim Hausarzt feststellten, dass die Schilddrüsenhormone in die Höhe gegangen sind. Man muss bei dieser Überfunktion der Schilddrüse wissen, dass die Schilddrüse unser Regulator ist. Unser Regulator, der angibt, ob sich ein Stoffwechselgeschehen angepasst verhält oder rasant verbrennt oder auch viel zu langsam arbeitet. Das heißt, wir reden heute in der Medizin kaum über solche funktionellen Störungen der Schilddrüse, sondern wir haben natürlich eine eindeutige Symptomatik, wenn Schilddrüsenhormone wieder erwartend zu viel produziert werden. Und dann wird natürlich auch massiv ein System unter Druck gesetzt, einschließlich Blutdruck, Stoffwechselgeschehen, Herzleistung. Aber auf der anderen Seite, wenn Schilddrüse das nicht mehr vermag, dann sind all diese Prozesse nicht mehr möglich, dass der Körper sie zeitgleich für uns tun kann und hat einen viel, viel, viel verlangsamteren Stoffwechsel. Sie schreiben, dass die Monatsblutung nicht mehr da ist. Sie schreiben aber auch, dass das Cortisol am Tag noch gut ist. Das ist ja das Nebennierenrindenhormon, aber auf der anderen Seite zum Abend sich erschöpft. Und man muss natürlich wissen, dass Cortisol und Schilddrüse, dass der Körper sich im Rahmen seiner sogenannten neuroendokrinen Achse, also das ganze Neurostressprofil, aufeinander sich abstimmt. Das heißt, dass der Körper in einer Stresssituation, die er erfährt, alles mobilisiert, damit sie dieser Situation angepasst über Wochen, Monate und auch manchmal Jahre gewappnet sind. Dass das dann aber dahin geht, dass so ein Zustand, der vielleicht am Anfang nur mal abgerufen wird, zunehmend zur Normalität führt, erst eine Information erhält, dann sich regulativ anpasst und zum Schluss zu einer funktionellen Störung wird, das sind Entwicklungen. Und Sie schreiben hier, dass wahrscheinlich bei einem Kopfgeschehen, das schon vor Jahren 2015 beschrieben wurde, das heißt, wenn die Schilddrüse an Volumen zunimmt, jetzt auch die Antikörper getestet wurden und diese Antikörper seien alle negativ. Das heißt, diese Antikörper, das TPO, also das Thyroglobulin, aber auch es gibt sogenannte TSH-Rezeptor-Antikörper, betreffs der Hypophyse, die Schilddrüse des Stimulierens,
womit man dann einen Morbus Basedow identifizieren würde. Das heißt, diese Dinge sind laut ihrer Angaben ausgeschlossen, dass es hier kein Autoimmungeschehen ist. Und trotzdem kann man das so nicht stehen lassen. Und trotzdem muss man natürlich handeln. Denn eine ständige Schilddrüsenhormonhochregulation heißt natürlich auch, dass man in seiner Ruhe, was der Körper auch an Regulationsaufgaben hat, hier eine Minderversorgung provoziert. Das ist natürlich mit dem Herzrasen damit verbunden, dass auch der Energiestoffwechsel des Herzens angeguckt werden muss, weil das Herz verbraucht wahnsinnig viel Energie. Kommt es mit der Produktion überhaupt hinterher? Das sind natürlich Dinge, die auch die Herzleistung beeinflussen, die den Blutdruck hochfahren und die natürlich auch Osteoporose und viele Dinge langfristig stimulieren. Deshalb muss man so ein Problem natürlich auch angehen. Und wir können am Ende natürlich selbstverständlich auch über Dinge sprechen, die therapeutisch aus meiner Sicht wichtig sind und werden. Aber Fakt ist eins, das darf man jetzt bei Schilddrüsenhormonen nicht belassen. Man muss jetzt weiter gucken, was ist mit Eisen? Was ist mit Ferritin? Ist das, was dahinter steckt, vielleicht eine chronologische Entzündung, die diesen Prozess attackiert? Ist es eine, was ist mit Vitamin D und Vitamin A? Was ist mit Magnesium, mit Zink und Selen? Das sind Kofaktoren für die Schilddrüse, für die Bereitstellung der Schilddrüsenhormone. Und diese Dinge sind wichtig, dass man sie auch durch Blutuntersuchungen im Rahmen des Entzündungsprozesses, und wir sprechen von Silent Inflammation, von stillen Entzündungen, die vielleicht über Jahre stattgefunden haben. Stress provoziert einen sogenannten oxidativen Stress auf zellulärer Ebene. Das verändert den Zellstoffwechsel. Diesen oxidativen Stress kann man bei jedem komplementärmedizinischen Labor untersuchen lassen. Man kann auch untersuchen lassen, ob TNF-Alpha, so nennt sich dieses Zytokin, erhöht ist, weil das ist an allen chronischen Entzündungsprozessen beteiligt. Und es gibt auch Profile, die uns sagen, reagiert dieses Entzündungszytokin, was ja die Kaskade der Entzündung dann auch unterhält, zum Beispiel auf Weihrauch. Weihrauch wirkt wie Cortison, auf Resveratrol, auf Kurkumin. Man kann das testen lassen, um einem Entzündungsprozess eine natürliche Gegenregulation zu geben. Wir wissen gar nicht, wie es ihnen geht, wenn wir wissen, wir haben es in der Hand, wir müssen erstmal diesen oxidativen Stress bremsen oder wir müssen damit die Entgiftung verbessern. Oder kann Resveratrol als sekundäre Pflanzenstoffe, kann Kurkumin oder kann Weihrauch dieses Entzündungsgeschehen reduzieren? Das heißt, ich würde jetzt nicht untätig sein, sondern würde mich jetzt an jemand wenden, der mit diesen Dingen als aus komplementärmedizinischer Sicht sehr weitblickig ist, weit über die Schilddrüse hinaus, um einfach auch hier den Körper hilfreich zur Seite zu stehen. Und ich habe ein bisschen jetzt vergessen, dass natürlich ein sogenanntes Stressmanagement ganz wichtig ist. Ich weiß, dass man in dieser hochgezogenen, hyperthyreotischen Überfunktion gar nicht zur Ruhe kommen kann. Aber es ist gut zu wissen, dass man sie erstmal aus dem Arbeitsprozess genommen hat, damit sie jetzt in Ruhe diese Dinge auch angehen können. Es ist sehr wichtig, in diesem Moment auch zu wissen, dass es Darmprobleme gibt,
die im Rahmen eines sogenannten Leaky Gut-Syndroms, das heißt, wir haben ganz oft darüber gesprochen, dass die Darmschleimhaut durch entzündliche Prozesse offen geworden ist. Sie haben das so schön formuliert, ich habe selber mich ein bisschen verloren in diesem Leben. Habe ich hier überhaupt genug Sorge getragen? Was ist es denn, wenn der Darm eine offene passagiere Schranke hat, was ich übrigens untersuchen lassen kann in einer Stuhlprobe? Das ist das Zonulin, das ist das Alpha-Antitrypsin und das ist das Calprotectin. Wenn ich weiß, dass diese offene Schranke ständig Inflammation in meinem Körper produziert, und die Inflammation kann auch an der Schilddrüse sich fokussieren, die kann sich auch an der Lunge fokussieren, dann habe ich ständig Husten. Ich muss das wissen, weil die Immunleistung, die ständig damit gefordert ist, das, was der Darm unkontrolliert in den Körper gelangen lässt, Bakterien, Pilze, Viren, Schwefelwasserstoff, Skatol, das muss gebremst werden. Ich kenne keinen Menschen mit einer schilddrüsenfunktionellen Störung, der einen gesunden Darm hat. Und wie viel ist uns da einfach übergangen? Wie viel haben wir vielleicht auch gar nicht in der Hinsicht gemerkt? Oder wie sehr haben wir es gespürt und dennoch immer wieder gegenreguliert, weil wir waren immer wieder blockiert oder wir hatten immer wieder Durchfälle? Das kann ich jetzt aus der E-Mail nicht entnehmen, aber es ist jetzt so wichtig, sich darum zu kümmern und eine Stuhlprobe in dieser Hinsicht zu untersuchen. Auf der anderen Seite können Sie da ernährungsmäßig schon ziemlich gegenregulieren. Wenn 85% aller Menschen auf Getreide und hier gerade das Gluten, das hoch belastet ist mit Glyphosat, was man auch messen kann, als Herbizid, wenn das Gluten wegkommt oder wenn Sie es auslassen aus der Ernährung, reduzieren Sie ein Inflammationsgeschehen. Sie wissen noch gar nicht, wie Sie sich fühlen, wenn Sie diese Dinge alle in Ihre Therapie für die Schilddrüse morgen Sorge zu tragen, mit integrieren. Die Schilddrüsenüberfunktion ist ja nur, dass sich etwas im Körper Entglittenes hier manifestiert. Und da ist natürlich jetzt der Prozess, den Sie angehen, muss sehr viel breiter aufgestellt werden, als ihn der Endokrinologe betrachtet. Weil der Endokrinologe betrachtet im Moment die Funktion und will die stoppen. Klar, langfristig kann das so auch nicht bleiben. Aber es wird nicht gestoppt werden können, wenn sich das alles von Ihrem Leben löst. Hören Sie mal genau zu, welche Dinge sind ihm wichtig und welchen therapeutischen Schritt will er jetzt mit Ihnen gehen. Das Gluten und das Getreide ist ganz wichtig, jetzt aus Ihrer Ernährung zu streichen. Und ich würde vielleicht nicht unbedingt auf glutenfrei übergehen, es sei denn, Sie haben die Kraft, sich schön ein eigenes Kartoffelbrot zu machen oder sehr schön aus einer hochwertigen glutenfreien Mischung sich das Brot zu backen. Aber diese Fertigprodukte, finde ich, sind einfach nicht so interessant. Auf der anderen Seite beschäftigen Sie sich mal mit Lektinen, ganz viel in Hülsenfrüchten. Das sind auch Pflanzenschutzstoffe, die in unserem Organismus Entzündungen provozieren. Lektine, Gluten, aber auch Milch, Milchprodukte und Zucker. Das ist das, was ich eigentlich immer zuerst mache, wenn ich Menschen mit diesen funktionellen Störungen behandle und natürlich auch mit chronisch latenten Entzündungen. Denn ohne eine Entzündung, die hier in diesem Körper provoziert wurde, und wir sprechen bewusst von stillen Entzündungen, kann sich nichts entwickeln. Noch dazu, jede auch schneller Puls, und das ist jetzt extrem durch die Überfunktion, aber auch Menschen, die latent immer einen höheren Puls haben,
gehen zurück auf eine chronische Infektion. Und jetzt komme ich auch noch zu der Fragestellung, gibt es vielleicht virale Prozesse, die das provozieren? Epstein-Barr, infektiöse Mononukleose, andere parasitäre Erkrankungen, die vielleicht ursächlich im Darm eine Verschiebung gemacht haben, die über Jahre auch im Rahmen dieses schon belasteten Organs, eine Struma hat ja Hintergründe, einfach die Kaskade jetzt hochgezogen haben und zu dieser Überfunktion gekommen ist. Das andere, was ich Ihnen sagen wollte, ist natürlich, dass wir auch in der Medizin heute oder in der Naturmedizin heute verschiedene Pflanzen kennen, die genau an diesem Punkt auch ansetzen. Und ich arbeite sehr, sehr gern mit dem Lykopus. Lykopus ist der sogenannte Wolfsrapp. Immer dann, wenn sich die Lebensuhr schneller drehen muss, wenn das Leben auch seinen Rhythmus verliert, vergessen Sie bitte niemals, Medizin ist eine Naturwissenschaft. Und Natur da draußen bindet sich an Reglement, an Regeln, ist reglementiert. Und wenn diese Regeln nicht eingehalten werden, und das ist jetzt in uns unbewusst, weil die Schilddrüse weiß genau, wann muss sie mehr Hormone produzieren, wann muss sie heute viel weniger, weil es ist gar nicht so viel heute zu leisten, es ist Sonntag oder es ist Urlaub. Und diese Regeln sind abgestimmt. Und Regeln sind nie in Frage zu stellen. Regeln kennen keine Ausnahmen. Wir Menschen schaffen uns Regeln und schaffen uns Ausnahmen. Aber das gibt es in der Natur und in unserem Körper nicht. Und wenn wir in der Adaptation an unser Leben diese Regeln brechen, wenn wir immer mehr wollen, wenn die Anpassungsfähigkeit des Körpers immer größer werden muss, dann setzt da genau der Wolfsrapp an und der rhythmisiert uns wieder und der greift genau an der Schilddrüse an. Das ist die Lipospermsäure, die genau hier gerade eine Bindung an den Rezeptoren schafft, dass dieser Prozess, der sich so hoch reguliert, damit sanft sich nach unten reguliert. Da bin ich noch nicht bei einer kausalen Therapie, aber wenn Sie das langsam verstehen, warum dieser Prozess so eskaliert, dann kann ich natürlich da auch den ausschalten und dann ist Ruhe im Karton, aber mit allen Folgen. Oder ich kann versuchen, ihn zu verstehen und meinem gesamten Organismus zu helfen. Ich arbeite sehr gerne hier mit den Ceres-Tropfen. Die Firma Ceres ist in der Schweiz lokalisiert und ich bin tief berührt von dem Ansatz und von der Reinheit und Klarheit dieser Mutter-Urtinkturen. Aber das bindet sie nicht. Es gibt wunderbare Präparate auch in Deutschland, aber gerade die Urtinktur, die Muttertinktur, gerade bei dem Lykopus, die verhindert, dass zu viel Schilddrüsenhormon produziert werden. Und in dieser neuen Rhythmusierung, und bitte geben Sie sich auch Zeit, begleiten Sie das auch mental so gut, wie Sie können. Und es fängt schon an jetzt mit einer besseren Schlafhygiene. Vielleicht sind Sie auch eine wunderbare Mutter, aber mit dem Ziel, immer alles perfekt zu machen. Lassen Sie da mal los und gehen Sie tief in sich und achten Sie jetzt mal auf sich und lassen mal manches, was Sie meinten, früher hat die höchste Bedeutung in Ihrem Leben. Nein, das hat es nicht. Jetzt sind Sie das Allerwichtigste. Und Lykopus ist da eine sehr schöne Pflanze, mit der ich sehr viel Erfahrung habe. Bei den Urtinkturen nie mehr als 5 Tropfen, 3-mal am Tag. Es geht hier um
ein Prozess und nicht um eine starke Bremse. Es geht um hier die Information, die es war, dass es hochgeschaukelt war, geht es jetzt um die Information. Alles ist gut. Ich schreibe ja gern alles an Spiegel zu Hause oder an die Fensterscheiben oder ich liebe dich, mal einfach so schnell auf die Glasduschwand. Und mit diesen Stiften würde ich mir aufschreiben, Magdalena, alles ist gut, dass die Botschaft ankommt. Wir müssen jetzt nicht. Kannst wieder langsam runterfahren. Das ist ja ein Prozess, der wird ja psychovegetativ gesteuert. Und das kann ich mit Lykopus sehr gut machen. Das kann ich auch mit Herzgespann machen. Das ist eine Pflanze, die ich oft einsetze, so bei Ängsten, Herzklopfen, Unruhe. Das kann ich auch machen mit Melisse, Zitronenmelisse. 300 Milligramm beginnen und dann 600 Milligramm, vielleicht nicht alles und auch nicht so zusammen, sondern spüren, bei wem alleine merke ich schon, geht mir viel besser, kann viel besser zur Ruhe kommen. Aber versuchen Sie, das Ganze besser zu verstehen. Versuchen Sie, weitere Schritte abzuklären. Es gibt die Gesellschaft für Naturheilverfahren. Es ist jetzt gar nicht so einfach. Sie baten mich zu schauen, wer in ihrer Nähe ist. Ich bin da manchmal so regional ja auch nicht in der Lage. Versuchen Sie auch, einen ganzheitlichen Zahnarzt zu finden, wenn Sie noch Amalgam im Mund haben. Es würde jetzt ganz, ganz viel mehr noch notwendig sein. Ich muss jetzt leider ein bisschen zu Ende kommen. Aber ich glaube, es ist jetzt eine große Chance zu handeln und vielleicht nicht gleich den endgültigen Schritt einer Radiojodtherapie zu machen oder einer Operation. Bei der Radiojodtherapie muss man wissen, dass Schilddrüsengewebe zerstört wird, aber dass damit natürlich auch, schwanger möchten sie nicht mehr werden. Ein Jahr ist da auch Verbot, weil natürlich die Affinität für die Eierstöcke auch da ist. Aber eine OP, das muss man sehen, sind das autonome Komplexe, wird nur ein Teil dann entfernt. Heute ist man da ja sehr viel bewusster als früher. Aber Fakt ist eins, die Schilddrüse will selbst regulieren und will selbst das letzte Wort haben, was der Körper braucht und nicht. Und wenn man dann so ganz stark gleich an eine Situation geht, die ganze Schilddrüsenhormonsituation massiv zu blockieren, dann mag das vielleicht, wenn ich mit einer pflanzlichen Therapie nicht ganz zurechtkomme, nochmal medikamentös eine Brücke bauen. Aber arbeiten Sie an den Ursachen. Und ich glaube, Sie wären nicht die Erste, die aus dieser Lebenskrise erneut herauskommt. Bitte versuchen Sie, Angst absolut abzuschütteln, gehen Sie in Frieden mit Ihrem Körper. Unser Körper ist immer das Ergebnis unseres Lebens und er hat es nicht böse gemeint, Ihnen auch jahrelang diese Kraft für das Leben zur Verfügung zu stellen. Aber jetzt braucht er Ihre Hilfe. In diesem Sinne, Magdalena und all anderen auch, die ähnlich betroffen sind, wünsche ich wirklich eine wunderschöne Herbstwoche und freue mich schon heute auf die nächste Visitesendung und wiederhole das sehr gern nochmal. Ihre Anfragen senden Sie doch bitte an visite@qs24.tv. Ich möchte das sehr gern in diesem Rahmen Ihnen ganzheitlichen Rat geben und manchmal ist das ein gutes Stück, was hilft, um jetzt bewusst sich vielleicht das erste Mal im Leben so richtig wichtig zu sein. Auf Wiedersehen.